So, meine Friends, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Banks Games. Heute geht es um ein Thema, das ich noch ansprechen wollte, was ich eigentlich schon sehr wichtig empfinde in diesem Spiel. Und zwar darum, dass ihr mit den Leuten reden solltet. Ich befinde mich gerade auf Titan, oder Titan, dem Planeten, der ist im System, auch wo die Erde zu finden ist, im Soul-System. Und hier vorne befindet er sich. Und auf diesem Planeten haben wir so eine kleine Stadt, New Homestead heißt die. Und hier befindet sich ein Museum aus dem 22. Jahrhundert. Das ist wirklich richtig cool gemacht. Und ich hätte niemals davon erfahren, wenn ich nicht mit meinem Raumschiff durch die Gegend geflogen wäre und einfach mal random einfach ein anderes Raumschiff gerufen habe, hätte. Wir gehen mal in dieses Museum rein. Ich zeige euch das mal einmal so ein bisschen. Und währenddessen können wir ein bisschen weiter talken. Kann ich ja, dass du unversehrt zurück bist. Das ist auf jeden Fall wirklich der Hammer. Ich kann euch das nur ans Herz legen. Redet mit den Leuten und geht auf sie ein. Zum Beispiel einfach random einfach mal so einen Typen ansprechen. Kann sein, dass er einfach nur mal so antwortet. So wie der hier. Oh, guck mal. Bestes Beispiel. Wir haben gerade einfach eine neue Mission bekommen. Sprich mit Luther. Aus welchen Gründen auch immer, ich habe jetzt da nicht zugehört, aber das meine ich. Ihr könnt einfach die Leute ansprechen und teilweise kriegt ihr eine neue Mission. Zum Beispiel wie diese hier, dass ich hier auf New Homestead landen soll und mir dieses Museum angucken soll. Das habe ich tatsächlich schon gemacht. Währenddessen, was hier aufleuchtet, ist schon wieder eine neue Mission. Die ich hier auch durch Zufall angenommen habe. Und dann kann man immer mehr erkunden tatsächlich. Ne? Also man läuft rum, man spricht die Leute an, man spricht fremde Raumschiffe an, beziehungsweise ruft sie. Und der hat mir einfach erzählt, ey, Bro, warst du schon in New Homestead auf Titan? Das ist richtig wild da. Da ist so ein Museum aus dem 22. Jahrhundert. Das zeige ich euch nochmal kurz, wenn wir schon mal hier sind. Ja, und deswegen mein Tipp an euch, auf jeden Fall viel mit Leuten reden, mit anderen Raumschiffen kommunizieren und so habt ihr auf jeden Fall noch mehr vom Spiel, ne? Das ist Fakt, da habe ich schon auf jeden Fall ein paar Erfahrungen gemacht. Guck mal, hier sehen wir zum Beispiel altes, erdzeitiges Instrument, unbekannten Ursprungs. Vermutlich handelt es sich um eine Art Ngoni aus Westafrika. Das ist wirklich ultra cool und was ich auch schon gelesen habe, bei einigen Leuten auf der Erde war ich auch schon. Und das ist das Krasse. Auf der Erde war ich auch schon und da wird mir aber nichts angezeigt. Also hier ist nichts. Und das ist das Ding. Wenn man mit den Leuten redet, dann hat man auf einmal so ein Point of Interest, sage ich mal so, der hier freigeschaltet wird. Und da kann man landen. Du kannst natürlich auch so auf der Erde landen. Aber dann läufst du dir da den Arsch ab und findest nichts und alles ist leer. Und so wäre bei mir Titan auch leer gewesen. Ich hätte darauf landen können. Hey, wäre dann wahrscheinlich irgendwo auf dieser Kugelseite hier gelandet, auf dieser Planetenseite. Und hätte New Homestead nie entdeckt. Und deswegen mit den Leuten reden. Und schon entdeckt man neue Sachen. Wirklich coole Sache. Das feiere ich richtig an diesem Spiel. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, hier sehen wir einen Fußball beispielsweise. Gibt es total viele erdzeitige Artefakte. Ja, cool, genau. Hier gibt es viele Artefakte und hier haben wir auch so ein Brown Horse Tavern. Braunes Pferd Taverne. Also ein bisschen auf Oldschool angelegt. Auch richtig nice. Mit so einem Billardtisch. Wirklich der Hammer. Wirklich der Hammer. Was haben wir hier denn? Asteroiden, Meteoriden. Okay. Ja, auf jeden Fall schaut euch das Ganze sonst gerne nochmal selbst an. Wirklich mega Sache. Vielleicht findet ihr den Planeten auch so. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und tschüss und bis zum nächsten Mal von Banks Games. Redet mit den Leuten, Leute. Redet mit den Leuten.